Leute, Cramix hier, was geht, euer Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf das neue Video von dem Ehrenkanal Wissenswert reagieren. Und zwar die unfassbarsten Momente vor Gericht. Ich bin sehr gespannt, Leute, was dort alles zu sehen sein wird. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Let's go mit dem Video. Wer denkt, dass vor Gericht immer alles nach Plan läuft und alles vermeintlich langweilig ist, der hat diese Clips noch nicht gesehen. Oh, was geht denn regelmäßig passieren nämlich Dinge im Gerichtssaal, die so spektakulär, unerwartet und sogar brandgefährlich sind, dass man denken könnte, sie wären aus einem Hollywood-Blockbuster. Genau 7 solcher unfassbaren Momente wollen wir euch im heutigen Video präsentieren. Wir zeigen euch nicht nur heftige Reaktionen auf krasse Urteile und historisch einmalige Aufnahmen, sondern auch kranke Fluchtversuche und sogar Momente, bei denen es wirklich um alles ging. Es wird also dramatisch und spannend, deshalb bleibt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr jemals vor Gericht wart. Als Zeuge, Kläger oder vielleicht sogar als Angeklagter. Wir sind... Dass Papa Cramix schon zweimal vor Gericht war, das habt ihr ja schon mitbekommen, Leute. Beide Male Freispruch. Gespannt. Wisst Bescheid. Auf der Nummer 7 fangen wir mit einem unglaublichen Moment an. Es war auch gerade irgendwie weird flex, wenn man damit flext, dass man freigesprochen wurde. An, der zeigt, wie verrückt einige Angeklagte sein können. Wer nämlich dachte, dass es nur in Serien wie Prison Break möglich ist, aus dem Gerichtssaal zu fliehen, der hatte diesen Russen wohl noch nicht auf dem Zettel. Im Jahr 2019 stand er nämlich vor Gericht, weil er mutmaßlich das Leben seiner Schwester beendet hatte. Anstatt jedoch wie andere Angeklagte ruhig in der eigentlich ausbruchssicheren Glasbox zu sitzen, versuchte der 18-Jährige zunächst ein paar aussichtslose Fluchtversuche. Kurze Zeit später entdeckte der Angeklagte jedoch einen weiteren Weg, durch den er es fast in die Freiheit schaffte. Wie lost sind denn da auch die Polizisten? Für einen Moment sah es sogar danach aus, als ob er es tatsächlich schaffen würde, durch die Decke des Gerichtssaals abzuhauen. Die Polizisten konnten ihn nur in letzter Sekunde stoppen, da einer von ihnen ihn gerade noch so am Bein festhalten konnte. Wäre das nicht gelungen, hätte sich vermutlich ein lange gesuchter Verbrecher einfach so aus dem Staub gemacht. Als nächstes kommen wir zu einer Situation... Ja, aber muss man auch erstmal auf die Idee kommen, ne? Also die nicht nur für die Angehörigen des Opfers unvorstellbar belastend ist, sondern auch zeigt, wie barmherzig man nach einer schlimmen Tat noch sein kann. Es geht dabei um einen amerikanischen Mann, der vor einigen Jahren grundlos von einer Gruppe junger Männer auf offener Straße bedrängt wurde und dabei sogar sein Leben ließ. Als kurz darauf der Prozess gegen den gerade einmal 14-jährigen Täter begann... Der Typ gerade war 14? Der Typ hier ist 14? Bro, der sieht ja... Was ist mit ihm los? Passierte jedoch etwas, was selbst die erfahrensten Richter und Prozessbeobachter in pures Staunen versetzte. Anstatt dem Täter nämlich mit Wut zu begegnen, tat die Mutter des Opfers Folgendes. I can't hate you. It's not our way. Showing Rahma mercy, that is our way. And you were a baby. And you are still a child. His death was already ordained. Maybe the purpose is to save your life. Trotz aller Trauer vergab die Mutter dem Täter und umarmte ihn sogar. Sie betonte sogar außerdem, dass Rache ihren Sohn nicht zurückbringen würde. Das stimmt. Aus diesem Grund wünscht sie sich einfach nur, dass der Täter aus seinen Fehlern lernt und ab sofort versucht, ein besserer Mensch zu sein. Krass. Krass, so eine Weitsicht oder so eine Reife muss man auch erstmal haben, wie die, ne? Klar, Rache bringt dir nicht zurück, aber boah, ich weiß nicht, ne? Ich glaube, also das ist schon sehr, sehr krass korrekt von ihr gewesen. Überleg dir so, dein Sohn wird von dem Typen umgebracht und das ist, glaube ich, sehr schwer, so jemanden nicht zu hassen, ne? Gibt ja für eine Mutter nichts Schlimmeres, was passieren kann, als dass ihr Kind stirbt, so, ne? Ist von der Natur her nicht so gemacht, dass Kinder vorher den Eltern sterben. Nummer 5 machen wir mit einer krassen Story weiter, die zwar lange unaufgeklärt blieb, dafür aber einer der heftigsten Momente der amerikanischen Justizgeschichte ist. Es geht dabei um die Verurteilung von Michael Maron, einem ehemaligen Investor und Multimillionär, der eigentlich alles im Leben hatte, was man sich nur wünschen kann. Als erfolgreicher Makler und Investor lebte er in zahlreichen Villen und Luxuswohnungen und war in seiner Branche extrem erfolgreich. Bis zum Jahr 2009. In diesem Jahr rief er nämlich aus dem Nichts die Feuerwehr an, weil eines seiner Häuser in Flammen stand. Nachdem der Brand gelöscht wurde, erhielt Maron eine große Entschädigungssumme von der Versicherung, die er allerdings nur kurz genießen konnte.
Denn schon kurz darauf kam ihm die Polizei auf die Schliche und fand heraus, dass Marin sein Haus mit Absicht angezündet hatte, um Geld von der Versicherung zu erhalten. Daraufhin fanden die Behörden außerdem heraus, dass er noch in zahlreiche andere betrügerische Machenschaften verwickelt war. Krass. Als er letzten Endes... Ja, da sieht man es wieder, Leute. Die Menschen, die sind gierig, ne? Der Typ, der hat schon Millionen, lebt in Villen und so, kriegt den Hals nicht voll, ne? Es vor Gericht gestellt und zu über 20 Jahren Haft verurteilt wurde, passierte dann das Unglaubliche. Direkt nach der Urteilsverkündung musste er nämlich ins Krankenhaus gebracht werden, wo er dann innerhalb kürzester Zeit verstarb. Lange Zeit kannte niemand die Ursache für sein Ableben und erst als mehrere Videoaufnahmen aus dem Gericht ausgewertet wurden, wurde klar, was passiert ist. Und zwar schluckte Marin unbemerkt eine kleine Kapsel, mit der er seinen Lebensabend absichtlich verkürzt hatte. Krass. Er hatte einfach so eine, keine Ahnung, irgendeine Gift bei sich. Hat auf die Urteilsverkündung gewartet und als ihm dann klar war, so dass er bis an sein Lebensende im Knast sitzen würde, hat er sein Leben dann beendet. Krass. Nächstes kommen wir zu einem Moment, der tatsächlich... Halt, wenn du halt weißt, ne, dass er... Ist schwierig. Tatsächlich mal nichts mit dem Angeklagten zu tun hat. Stattdessen geht es um einen Konflikt zwischen dem Richter und einem Jurymitglied. Im amerikanischen Justizsystem werden bei bestimmten Fällen nämlich ganz normale Zivilpersonen verpflichtet, die als Jury einen Fall beurteilen sollen. Wird man vom Staat als Jurymitglied rekrutiert, ist dies also eine bürgerliche Pflicht und man kann sich ihr nicht ohne Grund entziehen. In diesem Fall versuchte eine Frau, die als Jurymitglied berufen wurde, jedoch so zu tun, als sei sie in dem vorliegenden Fall voreingenommen, um so als Jurymitglied disqualifiziert zu werden. Der Richter erkannte jedoch ihre Taktik und reagierte nicht nur bestimmt, sondern mit einem regelrechten Wutanfall. Sie wollte aus der Jury wieder rauskommen und deswegen hat sie so gemacht, als wäre sie, jetzt checke ich das, Leute, weil ihr müsst wissen, in Amerika, wenn man in dieser Jury sitzt, die dann letztendlich auch entscheidet, wie das Ganze ausgeht, erstmal, also diese Jury, die ist so aufgebaut, dass es mäßig möglichst das ganze Land widerspiegelt. Also es sind alte Leute, junge Leute, Männer, Frauen, es soll so gemischt sein, so mäßig, dass man so, dass jeder mäßig sein zufrieden ist. Versteht ihr, wie ich meine? Und das Ding ist, solange man in dieser Jury ist, lebt man auch abgeschottet von der Gesellschaft. Weil wenn sie auch so manche Fälle, die sich dann so da verfahren, die sich dann so über 2, 3 Wochen, manchmal auch einen Monat oder sowas klären, dann ist diese ganze Jury, diese gesamte Truppe ist dann abgeschottet von ihrer Familie, von der Außenwelt. Die sind dann in einem Hotel, die dürfen mit niemand anderem sprechen, die kriegen keine anderen Informationen. Und wahrscheinlich wollte die eben nicht mehr in diesem Jurykomitee sein und wollte quasi wieder ihr normales Leben leben. Und deswegen wollte die da wahrscheinlich rauskommen. Das war ja auch bei dem, ich weiß nicht, ob ihr das auf Netflix gesehen habt, diese Doku über diesen O.J. Simpson, der da seine Frau getötet hat. Beziehungsweise er wurde ja freigesprochen, aber es ist eigentlich jedem klar, was er gemacht hat. Und da war es auch so, da war diese Jury war irgendwann richtig angepisst, weil der Fall, der hat über Wochen, Monate gezogen und die waren wirklich isoliert. Die waren wie gefühlt Lockdown heutzutage, so, ne? Also nur als kleiner Fact für euch, deswegen wollte die Frau da wahrscheinlich raus. Auf der Nummer 3 machen wir mit einem Moment weiter, der zwar nicht ganz so dramatisch, dafür aber extrem kurios und selten ist. Ich kenne den Clip, egal, hört einfach hin. Denn eigentlich wollte die amerikanische Richterin Mindy Glaser nur ganz normal ihrem Job nachgehen und über die weiteren Verfahren von Dutzenden Verdächtigen entscheiden. Nachdem sie ihr Programm bei den ersten Angeklagten mühelos abspielte, wurde sie jedoch plötzlich komplett aus der Fassung gebracht. Ohne Vorahnung sah sie auf einmal nämlich einen Mann namens Arthur Booth auf der Anklagebank, der unter anderem für Raub und Fahren ohne Führerschein angeklagt war. Arthur Booth war für die Richterin jedoch kein Unbekannter, denn tatsächlich ging sie zusammen mit ihm auf die Middle School. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh, my goodness. Oh, my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. In diesem Moment macht es auch beim Angeklagten Klick und er erkannte seine alte Schulkameradin. Als die Richterin dann auch noch davon schwärmte, was Booth früher für ein netter Kerl gewesen sei, brach dieser in Tränen aus. Am Ende hätten sich wohl beide gewünscht, sich nach all den Jahren unter anderen Umständen wiederzusehen. Ja, da sieht man es halt wieder, Leute. Am Ende des Tages, man erntet, was man sieht. Die hat halt, hat studiert, ist Richterin, hat einen guten Job, er hat halt Scheiß gebaut und Leute, deswegen macht was aus eurem Leben, geht nicht auf die falsche Bahn, ne?
Weiter geht es mit einem jungen Mann namens Jacob Morgan, der nicht nur ein unvorstellbares Verbrechen begangen hat, sondern auch eine der härtesten Strafen der Welt erhielt. Nachdem der 17-jährige Morgan 2015 nämlich seinem kleinen Bruder eine schlimme Sache antat, auf die wir hier nicht genauer eingehen können, wurde er von einem Gericht in South Carolina zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Was auf den ersten Blick schon heftig klingt, stellt sich auf den zweiten jedoch fast schon als Glück heraus. Mit diesem Urteil entging Jacob Morgan nämlich nur knapp der Todesstrafe, die in South Carolina auch schon in manchen Fällen bei Minderjährigen gefallen ist. Auf der Nummer. Überlegt euch, der Typ ist 17, also wir wissen nicht, was er mit dem Baby gemacht hat, wahrscheinlich sei es ihm gegönnt und ist wahrscheinlich auch richtig so. Aber krass, überlegt euch das, der Typ ist 17. Der ist noch nicht mal volljährig und der hat sein Leben schon verwirkt. Sein Leben ist durch. Der ist in Amerika heißt lebenslänglich lebenslänglich. Der ist bis er, also der lebt im Gefängnis, er wird nie wieder die Außenwelt sehen. Er wird nie das neue iPhone 14 in der Hand halten. Er wird das iPhone 35 auch nicht in der Hand halten. Er wird gar nicht mehr wissen, was in ein paar Jahren abgeht. So, der ist so abgeschottet in seiner Gefängniswelt, das wird sein Leben sein. Er hat sein Leben einfach verwirkt. So, das ist krass. Das ist krass, mit 17 Jahren. Nummer 1 kommen wir nun zu einem wirklich historischen Gerichtsmoment, der seit 1961... Der Arme wird niemals GTA 6 spielen können, wenn es irgendwann mal rauskommt. ...in jedem Geschichtsbuch steht. Der Grund dafür ist, dass damals endlich einer der meistgesuchten Kriegsverbrecher aller Zeiten verurteilt wurde. Und zwar Adolf Eichmann. Eichmann, der im Dritten Reich eine der zentralen Figuren der NS-Diktatur war und den Tod von Millionen von Unschuldigen mitverantwortete, setzte sich nach Kriegsende zunächst unbemerkt nach Argentinien ab, wo er für einige Jahre ungestraft. Ist richtig oft, also es war sehr oft in der Geschichte so, dass diese ganzen SS-Offiziere und ne, so Anhänger von Hitler, viele sind nach Argentinien abgehauen. Ja. Dort lebte. Diese Idylle wollte aber vor allem der israelische Geheimdienst schnellstmöglich beenden. Ich weiß nicht, warum genau Argentinien, aber viele sind da hingeflogen. Habe ich schon öfter. Da Eichmann nämlich für unzählige unvorstellbare Verbrechen verantwortlich war, war es so gut wie der ganzen Welt ein Anliegen, ihn endlich für seine Taten büßen zu lassen. Aus diesem Grund spürte ihn der israelische Geheimdienst in Südamerika auf und brachte ihn nach Jerusalem. Dort wurde er dann in einem israelische Geheimdienst heißt ist doch Mossad, oder? Heißen die nicht Mossad? Oder so. Weltweit extrem beachteten Prozess verurteilt. Dieser Prozess war nicht nur einer der aufwendigsten überhaupt, er zeigte auch, zu welch unvorstellbaren Taten Menschen fähig sind und sorgte letztlich zum Glück dafür, dass Adolf Eichmann nicht ungestraft davonkam. Und das war's auch schon mit unserem Video. Krass. Und gut, Leute, das soll's gewesen sein. Bleibt immer sauber, dass ich euch nie in so einem Ranking hier sehe. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, checkt wissenswert aus und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.